Willkommen zurück zu Super Mario Bros. Wonder. Es scheint so, als könnten wir heute die Fungimine abschließen, denn ich sehe nicht mehr so viele graue Punkte auf der Map, auch wenn natürlich das Ganze wie ein riesiges Areal wirkt. Da bin ich mal gespannt, wie das hier alles ablaufen wird. Wir fangen hier mit diesem Level an. Expedition 2, Wackelruinen. Toadette ist ready. Und ich hoffe, ihr seid auch ready. Denn das wäre natürlich sehr nice, wenn wir alles finden würden. Wie gesagt, wenn wir mal irgendwas nicht finden sollten, ich werde alles im Spiel noch nachholen, je nachdem halt, wann ich es merke. Aber ich glaube, bisher habe ich eigentlich alles. Warum sieht das Ding so seltsam aus? Hat so eine komische Wackelnase. Schon funny. Du bist nicht so funny. Du bist eher nervig. Komm mal her. Blöpp. Man kann nach oben cheaten. Oh, warte mal, was? Das musste man machen? Ah ne, es ist nur für Bonusmünzen, okay. Die Tür geht auch nicht mehr. Alles klar. Warte mal, ist da oben was? Ah ne, ich glaube nicht. Ich glaube, da ist nichts. Aber man muss ja immer alles abchecken. Es könnte ja immer was sein, wie zum Beispiel diese 10er-Coin. Bam! Yeah! Mit unserem neuen Abzeichen, was wir letzte Folge erreicht haben, kommen wir nun an höhere gelegene Orte, wie zum Beispiel diesen Ort hier. Hi! Ein One-Up. Na gut. Dup, 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 dup. Warum auch nicht? So, unser eigentliches Ziel ist es ja hier, die vermissten Poplins zu finden. Und ihnen auch eventuell zu helfen, wenn es sein muss. Ah, nee, ich glaube, da oben ist nächste Kamera, folgt mir nicht. Du, 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 du. Oh, da komme ich sogar nicht hoch. Okay, warte. Bam. Bam. Und. Okay. Bisschen Tryen in der Luft. Sofern es geht. Boah, hat den Rip nicht rausgeholt. Warum auch immer. Ah. Gott. Aber was cool gemacht hier. Ist alles so rumwackelt und so. Ist da oben was? Nee. Also wenn die Kamera mir nicht folgt, dann lasse ich es auch. Ja, eklig hier, ne? Ja, verständlich. Sehr verständlich. Wowie! Oh, da oben war ein Secret Block für mich. Warte mal. Komm ich da ran? So. Yay! Ein Penny. Einen Dollar. Ich meine, aber kann man sich bestimmt auch in einem Euro-Laden was kaufen. Also so schlecht ist es jetzt auch nicht. Hui, was geht denn hier ab? Warte, ich habe das Gefühl, dass da ganz links vielleicht ein Secret ist. Ja, ich hab's ja schon gedacht, Hau mal ab da, Ich muss da lang. Oh, hab ich mich aufgespießt? Oh Gott. Aber woher wusste ich das? Oh. Hier aufpassen. Einfach drüber springen. Das passt. Wow. Komm, das nehme ich auch noch mit. Ich muss sowieso warten, bis die Tür wieder frei ist. Bam! Ah! Und dann ist es sogar weg. Nein, nein, nein! Boah! Kein Skill-Issue hier. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Da kannst du sicher auf mich zu, oder? Du bist so nett, ne? Du bleibst da. Du bist so nett. Genau. Oh. Ja, okay. Na, wahrscheinlich ist das gewollt fürs Ende. Ich gehe mal davon aus, dass jetzt das Ende. Hau mal ab. Das Ende. Hey. Hau mal ab. Das Ende des Levels ist. Habe ich recht? Oder habe ich recht? Ich schub's die einfach nur weg, merke ich gerade. Ui, hier ist noch eine Tür. Wo komme ich denn da ran? Kann der mir helfen? Kumpel? Ja, 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 jetzt rein! Boah, da muss man aber sehr schnell für sein. Die Wunderblume! Ich habe mit dem Secret Exit gerechnet, aber die Wunderblume ich mich auch mit. Ey, warte auf mich! Hey, hey du da! Hey! Geht doch! Hä? Alles bouncy! Das ist cool gemacht! Jetzt kann ich ja nicht oben bleiben. Wow, okay, na gut. Ah! Schnauze! Immer der gleiche Soundclip. Ah, ah, ah. Wow! Yeek! Da ist es! Gib her! Gib her! Hey!
Boah. Was ein Chaos, ey. Und was machst du? Ist jetzt doch vielleicht noch ein Secret Exit? Ne, normales Exit, okay. Boah. Das war close. Das war richtig close. Aber das hat mir gefallen. Wie gefühlt fast alle anderen Level. Aber hey, immerhin haben wir Spaß. Oh yeah! Aha. Oh, okay. Hey, da bist du ja. Enorm, du hast den echten Ausgang gleich beim ersten Versuch entdeckt. Selbst ich verlaufe mich da oft. Du hast also den Weg gefunden. Gut, die letzten Ruinen liegen direkt voraus. Oh, da fällt mir noch was ein. Diesen Wallapilz habe ich vor kurzem in der Mine gefunden. Ich gebe ihn dir. Na gut, wenn du meinst. Braum, 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 braum. Du, du, du. Wo sind wir denn jetzt? Ja, hier ganz unten. Und ich glaube, hier ist auch das Ende der Welt. Also von den Fungibienen meine ich. Also können wir das heute abschließen eventuell. Aber erstmal machen wir eine Kampfparty in der Fungi-Arena. Ich sehe schon, wir müssen gegen Mimics und gegen Buhus kämpfen. Was packe ich denn da mal aus? Springe kurzzeitig. Ah, ich nehme den Fallschirm, mit dem komme ich am besten klar. Besiege alle Gegner. So, wir wissen ja, was am besten ist für mich. Wowie, Zoe, der Elefant. Ich weiß nicht, mittlerweile ist dem Elefant mir ins Herz gewachsen. Ich weiß auch nicht warum. Kann ich überhaupt zu killen? Ach so, Licht. Wie mache ich das Licht an? Hiermit? Ah. Das ist cool. Okay, folgt mir mal, folgt mir mal, folgt mir mal. Yeah. Ah, das ist cool gemacht. Weil natürlich kann man die nicht einfach so killen. Die sterben nur durch helles, grelles Licht. Ja, und ihr seid easy. Also bei euch muss ich einfach nur an eurem Knüppel da ziehen. Joom. Ey. Was sollte das denn jetzt? Egal. Sie zeigt schon zum Ausgang. Für den Speedrun. Oh, verdammt. Das war jetzt kein Red Record. Das war ein Missinput. Für den Speedrun mache ich da alles super schnell, wie es nur geht. Okay. Okay. So, muss ich jetzt mal reingucken? Nee. Du bist es! Okay. Noch einer. Ja, dahinter halt. Aber wie komme ich da hin? Ach so, eine Tür bringt mich dahin. Ja, wahrscheinlich die hier. Ja. Was das? Oh Gott, das ist ja voll die Zeitverschwendung hier. Was soll das Spiel? Der ist es. Ah, ich wusste es. Ich wusste, dass er es ist. Ich wusste es. Ich wusste es von Anfang an. Bringst du mich nach Hause? Nein. Okay, hier verschwendet man einfach nur Zeit. Sehr asozial, aber... Na gut. Muss ich akzeptieren. Oh Gott. Und 100 Sekunden für... besten Preis. Oh, ob ich das noch schaffe? Komm schon, wir müssen es schaffen. Ihr schon wieder! Da unten ist noch einer, da unten ist noch einer. Komm, kill den, okay, eins. Eins. Nein! Boah, ich stelle mich voll schlecht an. Es tut mir so leid, ne? Ich bin dann normalerweise nicht so schlecht. Aber, komm schon, der Letzte, der Letzte. Nein, hey, 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 hey. Okay, wir haben ihn, wir haben ihn. Totet hat gar keinen Bock mehr. Ah, weg hier. Schnell, 6, 7, oh. Komm, unter 100, unter 100, unter 100. Please, 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 Bro. Nein! For real, ist das denn ernst? Ah. Oh. Okay. Na gut, ich weiß ja jetzt, wie ich es machen muss. Ich weiß ja jetzt, wie ich es machen muss. Also komm, jetzt machen wir einen richtigen Speedrun. Ich sag jetzt, unter 80 Sekunden schaffen wir es. Brauche ich dafür was anderes? Ne, ich glaube, es ist so okay, wie ich es habe. Oder vielleicht ganz... Ja, es ist spät. Okay, ich glaube, das nehme ich noch mit rein. Damit ihr auch wisst, wie man hier am besten vorgehen kann. Kann. Nicht muss, aber kann. Dann fahre ich hier erstmal... Ausweichen. Zack. Oh, das war jetzt schlecht, ne? Oh Gott, vorhin habe ich es perfekt gehabt, aus irgendeinem Grund. Jetzt noch die. Okay, warte. Mann, das anders. Oh, jetzt habe ich es schlecht. Oh Gott.
So, ich glaube, die Taktik ist hier, warten, bis alle in ungefähr gleichen Position sind. Dann Licht anmachen. So. Und jetzt haben wir's. Ja. Ungefähr alle mit dich bringen. Man braucht diesen dieses Drehding da, wo man dran ziehen kann. Das braucht man nicht immer unbedingt. Okay. Hier einfach das gleiche wie vorher, nur ein bisschen vorsichtiger, falls wir unser Power-Up behalten wollen. Mir ist es eigentlich ziemlich egal. So, aber geht auch super schnell. Hier wissen wir jetzt, was wir machen müssen. Ich gehe erstmal hier lang. Aber was war die Tür? War sie immer anders? Die war jetzt anders, oder? Bin ich blöd? So, auf jeden Fall. Da haben wir einen Down. Okay, oben links ist der andere. Also zumindest, falls es genauso ist wie vorher. Die Eingangstür ist anders, glaube ich. Was? Das ist der hier? Seit wann das denn? Okay, keine Ahnung. Ist egal. Ich glaube, wir haben trotzdem ein wenig Zeit. Ein wenig Zeit ersparen können. Boah. Aber das hier. Hier muss ich jetzt mein Bestes geben. Ich habe halt voll vergessen, dass ich mit B-Spam schneller hier durchkomme. So. Ja, ihr seht's. Also, ich habe mich ja voll blöd angestellt vorhin. Ich weiß auch nicht. Das war ein richtiger Skill-Issue. Lol. So. Aber jetzt haben wir's. Easy. Peasy first try. Nee, first try. Aber passt schon. Yay. Yeah! Woohoo! Oh yeah! So, und damit können wir dann runter zu diesem Level, was hier versperrt wird mit 11 Dingern. Ihr solltet an diesem Zeitpunkt schon 18 oder mehr haben. Also, ich sage oder mehr, falls ihr was verpasst haben sollte. Ich glaube aber nicht. Oh, Expedition 3, Giftruinen. Das wird ein schwieriges Level. Was darauf hinweisen lässt, dass wir hier schon fast durch sind. Vor allem, wenn man das Level machen muss. Oh, hi. Ich kann dir gar nicht genug für deine Hilfe danken. Wir haben es nach unten, ganz unten geschafft. Hoffentlich geht es den anderen auch gut. Wir sollten jetzt vorsichtig sein. Das hier sind die letzten Ruinen. Und es könnte ziemlich gefährlich werden. Da sagst du was. Blub. Sei im Hintergrund. Oh, das ist voll cool gemacht, ey. Wow. Komm, Koopas runtergeregnet. Und da oben. Das geht doch bestimmt auf hier oben, oder? Oder? Okay, warte. Oh! Boah! Okay. Doch, Soldat ist doch immer auserwählt. Hallo, was soll das denn heißen? Lass mal sehen, was uns hier noch so erwartet. Aber ich genieße gerade voll die Atmosphäre hier. Und generell, ist alles sehr schön aus, Mann. Wow! Muss ich da runter? Münzen sagen ja. Ah! Okay. Was geht denn jetzt ab? Das ist ja voll cool. Komm ich da hoch? Bringst du mich nach oben? Oh, ich glaube, das bringt mich noch mehr als noch nach oben. Was zum... das ist egal. Das ist nur eine normale... Aua. Normale lila Münze. Von denen habe ich sehr viele schon. So viel brauche ich nicht. Aber die Seifenblasenblume nehme ich mit. Die können wir gebrauchen. Von so einem Lelek wie dich, ey. Oh. Ah, das war schlecht, oder? Jetzt komme ich da nicht mehr dran. Ja. Yo! Warte mal, gib mir mal was anderes. Gib mir mal... den Duck-Hochsprung. Ich glaube, mit dem komme ich besser klar. In diesem Level. Okay, ich bin wieder hier. Na, mit dem kann ich auch ein paar Sachen skippen hier. Komme ich schneller voran. Das war eine richtige Entscheidung. Noch schnell hier dran. Ich kriege direkt einen Pilz. Jetzt noch nicht aktivieren. Und zwar... ah, ne, das muss ich aktivieren. Okay, warte. Machen wir mal Boing. Damit das aktiviert wird. So. Okay, komme ich da so ran? Oh, das könnte funktionieren.
Yeah! Ganz knapp noch den Kopf erwischt. Mit dem Kopf erwischt. Ah, Kacke. Oh. Ich hab's auf die richtige Art und Weise gemacht. Das war die Noob-Art und Weise, ja. Nur die Noobs machen das so, wie man da... Ihr wisst, was ich meine. Kann ich bitte einen Pilz haben? Nein? Warum nicht? Ich brauch den aber. Ganz dringend. Komm ich da hoch? Tatsache. Also, ich empfehle euch wirklich, den Duck-Hochsprung hier zu nutzen. Mit dem kommt man hier überall ran. Und scheinbar geht das Level weiter hier. Ja, Tatsache. Hier ist aber das Ende. Ich hoffe, ich habe keine Wunderblume verpasst. Das wäre es jetzt, ne? Aber ich habe das Gefühl, die kommt noch. Wowie! Hä? Ich weiß nicht mal, warum ich da gestampft bin. Ich hätte das nicht entdeckt. Ach, wie süß! Wie Toadette aussieht. Wie süß. Das ist cool. Ich mag generell diese Form. Ich habe nichts dagegen, wenn man manchmal die gleichen Wundereffekte nochmal bringt. Einfach nur aus dem Grund, weil ich die mag. Aber mir fehlt was. Ich komm mal ran. Was gibt's denn hier? Hinter dem falschen Ziel. Kommt hier noch das echte Ziel oder ist hier nur Bonus? Okay. Jetzt musst du aufpassen. Nein, komm mit. Ich muss kommen. Ah! Weg da! Ich geh hier mit. Bin ja da. Boah, ist das cool gemacht. Ich frage mich, wie die anderen Characters aussehen. Also Nabbit zum Beispiel würde mich interessieren. Oh. Nein! Nein! Was? Ernsthaft? What? Okay. Das habe ich jetzt gar nicht erwartet, dass ich da jetzt einfach sterbe. Also. Krieg ich doch zumindest noch einen Pilz hier? Hier? Nein. Na gut, ich erspare euch das. Okay. Jetzt bin ich wieder hier. So. Ich mach nochmal das gleiche wie vorhin. Warum ist da eine Plattform unter mir? Ah, Mist. Komm nicht her. Okay. So. Jetzt an die Wand. Ja. Okay. Der geht jetzt runter. Wow. Die stampfen jetzt. Okay. Muss ich aufpassen. Ah. Okay, ich könnte mir vorstellen, dass in einem der Dinger hier unten um was ist. Langsam. Ja, hier ist was. Ey, woher wusste ich das? Ich bin einfach ein Genie. Bam, bam. Wow. Hi. Hey. Okay, was geht denn jetzt ab? Die Lava geht jetzt aber nicht hoch, oder? Oder diese Grütze zumindest. Alter, ich dachte, der fliegt jetzt ganz runden, so bam. Nee, zum Glück nicht. Zum Glück nicht. Oh, was ist denn da oben? Was haben wir denn so schönes hier rumliegen? Das sieht ja ganz nett aus. Wir mal aus dem Weg gehen. Man weiß ja nie, wie die einen hier veräppeln wollen, ne? Oh. Was für eine Supernova. Was ist denn das da oben? Okay, wir müssen alle aktivieren. Oh, wir kriegen auch ein paar Münzen. Ist aber nett. Danke, Spiel. Nein! Nein! Ich wusste es! Ich konnte aber nicht steuern, wie ich springe. Och, nee. Oh. Okay, jetzt sind wir wieder. Ich muss nochmal alle neu machen. Ich muss generell das ganze Level neu machen. Aber passt schon. Das ist ja ein cooles Level und so schwer ist es ja auch nicht. Ach, damit machen wir es immer kleiner. Und damit befreien wir dann den Wundersamen, den ich jetzt gerne hätte. Bitte, gib ihn mir! Nein, ich muss warten. Bisschen die Musik noch lauschen. Yeah. Alright! We got it! Man könnte jetzt auch eine Stampfattacke machen in der Form, aber habe ich jetzt nicht gezeigt, aus Versehen. Egal. Yippie! Und jetzt können wir endlich frei sein! Boah, gut, dass ich da nicht bin. Gut, dass ich da jetzt nicht bin. Was passiert jetzt? Oh. Ich habe mich veräppeln lassen. Warte. Ja!
In den älteren Mario-Spielen hätte das nicht geklappt, aber ich habe immer sofort nach oben geportet, wenn man ganz knapp noch dran ist. Nice! Tada! Okay, wir sollten noch genug Zeit haben, um das Palast zu machen, falls es noch eins kommt. Bin mal gespannt. Hey! Ich bin beeindruckt, du hast den Weg durch diesen Ort gleich beim ersten Versuch gefunden. Oh, ich verlaufe mich hier so oft. Oh, noch etwas. Ja, One-Up. Aber geh bitte weiter jetzt. Ja, mache ich jetzt auch. Poplins in Not. Was so? Moment mal ganz kurz. Ich glaube, Toadette ist dafür nicht bereit. Sie braucht vielleicht... Oh, ja, Speicher kann man auch, wenn man will. Ich glaube, man braucht da eher den Blautod. Nein, braucht man nicht. Ich habe einfach eine Box zu wechseln. Lass mich. Okay. Ich gebe ihm meine Chance, alle zu retten. Hey, hier. Hier kommt jemand, um euch zu retten. Oh. Ja, stimmt. Ich? Denn ich bin... Auch ein Blob! Warte mal. Jetzt war doch die perfekte Chance, mal nachzugucken, wie wir aussehen würden mit den anderen Charakteren, oder? Vor allem Yoshi und Nabbit möchte ich das mal ausprobieren. Bei anderen ist, glaube ich, offensichtlich. Die haben einfach nur eine Kappe oder eine Krone auf. Wie so ein Dino. Süß. Das ist nicht super. Aber der flattert dort nicht mehr. Kann vielleicht auch sterben? Ich weiß es nicht. Und jetzt auch noch Mopsy. Komm schon. Das hat was. Das sieht cool aus. So, ich bleibe jetzt einfach mal für das Level. Wolltest du eigentlich einen Toad nehmen? Man kann ja auch nächste Folge noch machen. Stört ja nicht. Aber wir müssen den Weg frei machen, weil die hier eingesperrt sind. Wahrscheinlich so eine Eruption oder so. Ich weiß es nicht, was hier passiert ist. I don't know. I don't know. Oh, das war's schon? Ernsthaft? Ich bin ein Piep! Gib mir eure Schätze, eure Erze und ich rette euch. Was? Toll, wir sind gerettet! Wir haben noch einen Königssamen für dich gesucht, Prinz Florian. Schließlich wollten wir auch helfen. Und wir haben einen gefunden! Er soll euch helfen, diesen Kerl loszuwerden, der uns nichts als Unheil bringt. Also wieder kein Boss in dieser Welt. Wie in der. Was war das? Ich glaube, zweite Welt oder so? Nee, dritte. Ich glaube, dritte, egal. Wow, ihr seid so tief in die Mine und abgestiegen, nur um mir zu helfen. Ich bin so dankbar, dass sie einen für uns gefunden haben. Den nehmen wir gerne an. Wow. Gut gemacht, Nabbit, schätze ich. Der Dieb, der klaut sich den Ruhm und die Ehre. Was sagst du dazu? Nichts. Okay. Königssamen erhalten. Den grünen. Und damit auch den vorletzten. Oh yeah, kein Boss. Also gut, alle miteinander, gehen wir nach Hause. Wollen wir nicht wissen, was da rechts noch ist? Da sind noch Blöcke, da kann man noch durchgraben, so. Ich glaube, die haben keinen Bock mehr. Na gut. Und so bewahrten Mopsy und Prinz Florian alle in der Fungimine vor einem schrecklichen Schicksal. Nun, da sie den fünften Königssamen in der Hand halten, gibt es nur noch einen, der ihnen fehlt. Dieser letzte Königssamen soll zwischen den Lavatümpeln der Magmatiefen zu finden sein. Viel Glück, Prinz Florian, und viel Glück, Mopsy. Ihr müsst euch dieser Herausforderung stellen. Rettet das Blumenkönigreich und die ganze Welt vor Bowsers finsteren Plänen. Oh, yeah. Das war, glaube ich, bisher die kürzeste Welt sogar. Aber, nonetheless, war trotzdem sehr, sehr cool. Hat mir natürlich trotzdem sehr gefallen. Herzlichen Glückwunsch! Du hast alle Wundersamen in der Fungimine gefunden und kriegst 200 Blumenmünzen dafür als Geschenk. Boah, die willst du mal ausgeben, ne? Aber erstmal gucken wir uns das hier an. Gut, dann kehren wir mal zu den Blüteninseln zurück. Dabei geht das Stein nach oben, also knackt es vielleicht deine Ohren. Okay, zuhalten. Lasst ein Like da. Habt ihr irgendwas gehört? Ihr dürft gar nichts hören, ihr habt die Ohren zu. Jetzt dürft ihr wieder aufmachen. So. Jetzt setzen wir uns direkt mal unseren Königssamen ein, würde ich sagen, oder, Florian? Yeah! Da hinten freut sich das schon. Ist nicht dein Ernst jetzt, oder? Ich glaube, der wird diesmal wieder was sagen, oder?
Tatsächlich nicht, okay. Was beim letzten? Wenn wir dann zu ihm gelangen können. Die Poppins in der Mine haben uns wirklich geholfen. Wie nett von ihnen. Doch wir können jetzt nicht aufhören. Beeilen wir uns, damit wir bald den nächsten Königssamen finden können. Yes, Sir. Da bin ich gleicher Meinung. Und ich auch. Denkt sich Toad. Hallo, dieser gemeine Kerl ist ja so bedrohlich. Du darfst ihn nicht davon kommen lassen, Blitzorian. Ach ja, und statt eines guten Fangs habe ich diese Flasche mit einer Larie auf dem Wasser gefischt. Da steht, fern im Himmel sollst du sie finden. Die Spezialwelt. Wenn ich jetzt noch wissen, was das bedeuten soll. Ja, die machen wir dann, wenn wir Bowser ausgelockt haben. Aber jetzt erstmal zur Transition zur nächsten Welt haben wir noch ein paar Level. Und ein neues Abzeichen. Abzeichentest. Schwebe Pirouette 1. Okay. Bin gespannt, was das ist. Das ist mein letztes Abzeichen für die ja, orangen-roten Farben, ne? Okay, Schwebepirouette! Drücke in der Luft R oder schütte den Controller, um etwas höher hinaufzuschweben. Was? Achso, also ein höherer Spin-Jump einfach. Oh, aber in der Luft! Oh, das ist cool! Das ist voll cool! Und natürlich auch verständlich, warum das ganz spät erst bekommt. Sonst wäre das so OP. Das soll ja nee. Boing. Cool. Gefällt mir. Ja, easy. Okay, das war extrem einfach. Aber cool. Und hier regnet es auch schön. Schaut euch diesen schönen Rücken an von Toad. Oh yeah. Na gut. Toll gemacht! Soll's Abzeichen! Ja, nimm mal an. Das könnte richtig gut noch werden. Sehr, sehr nützlich auf jeden Fall. Im Garten der Piranha-Pflanzen? Okay, jetzt habe ich aber langsam Angst. Hoffentlich schaffen wir das Level noch, aber es ist nur ein 2-Sterne-Level, also eigentlich sollte es nicht so lang sein. Oh Gott, oh nein. Sag jetzt nicht, wir müssen über die ganzen Mancher rennen. Ich weiß nicht, ob ich darauf Lust habe. Na gut, ich schätze, wir müssen. Ist hier noch ein Power-Up? Nein, gar nichts? Boah, das ist aber richtig OP, ne? So einen hohen Sprung dadurch. Ja, und so fleißig. Bong. Genau, mit Powerblöcken kann man die killen. Hä, wie soll man denn da eigentlich rankommen? Da kann man ja eigentlich nur rankommen mit unserem neuen Abzeichen. Oder ist das ein Testlevel für unser Abzeichen? Das könnte sein. Na, ich weiß nicht. I don't know. Ich weiß nur, dass ich euch ausschalten muss. Bam. Oh. Oho. Okay, ja, warte mal. Ist hier noch was? Oh. Mhm. Ein Secret. Oder geht's hier weiter? Ich sag jetzt nicht, dass es hier weitergeht. Oh doch, hier ist eine. Doch, da geht's weiter. Hä? Ach verdammt, jetzt komme ich nicht mehr zurück, oder was? Ach komm, Spiel, das ist lächerlich. Ja, jetzt fehlt mir leider mein Power-Up, ne? Aber was soll ich machen? Wenn das Spiel mit diesen macht. Ist ein Stern? Ja. Und go! Oder denkst du, okay, erstmal das nehmen. Schnell aktivieren. Okay, ist noch ein Stern? Ja. Und los. Yeah! Wuhu! Yippie! Ich kann fliegen! Oh, das will ich mitnehmen. Oder was vielleicht? Boah, es ging geradeaus, ne? Geradeaus? Geradeaus? Egal. Egal. Oh, jetzt haben wir weiße Mannschaft. Die können sich bewegen. Aber eigentlich haben die auch Killen dafür. Ja, kann man auch. Du hast doch was, oder? Du hast doch safe was. Nein? Gar nichts? Ja. Ich platze gleich vor lauter Kraft. Soll ich dir helfen, Mann? Ist ein Stern? Da ist ein Stern. Komm her, Schatzi. Komm her! Nice! Bam! Sternring, Sternring! Schwarz-Weiß? Das ist Schwarz-Weiß-Effekt. Was zum... Hey!
Wer denn hier? Darin bewegt sich auch irgendwas. Irgendeine Wand. Ich weiß aber nicht, was die hier will. Ah! Die gehen da lang, wo ich lang will. Warte mal, stopp! Nein, da unten war was! Aua! Egal, aua! Nein, das ist nix! Hä? Wieder ist nix! Okay? Blöd. Wo soll ich denn wissen, dass da unten jetzt aber nichts ist? Warte mal, bitte warte mal. Nee, geht falsche Richtung. Oh Gott. Hier. Ich gehe jetzt davon aus, dass in den anderen Röhren auch nichts ist. Weil in den anderen war jetzt auch nichts. Aber das ist was, das hier ist was safe. Was? Warte, was? Oh, hi. Was bin ich hier? Können wir noch da hinten gehen oder geht das nicht? Oh, jetzt geht's wohl nicht mehr. Weg, komm mit. Schnell, komm mit, da oben. Ich treff mich. Da ist nichts. Ah, verdammt! Mann, das Level ist zu viel für mich. Ich komm gar nicht auf alles klar hier. Oh, hey. Das hier brauche ich. Oh, yeah! Aber wo ist denn die letzte Coin, wenn das Level hier schon vorbei ist? Oh Gott, ich habe irgendwas verpasst. Ich glaube nicht, dass hier noch eine ist. Ah, da komme ich auch nicht rein. Oder? Nee, hier ist nichts mehr. Hier kann nichts mehr sein. Nee. Okay, dann werde ich das kurz nachsuchen, euch noch zeigen. Und dann werden wir uns in der nächsten Folge in den Magmatiefen wiederfinden. Ich hoffe, ihr seid auch dabei. Denn das wird ein Heidenspaß. Ach ja. Okay, ich sag euch mal was. Ich dachte, man könnte da unten nicht lang, weil das nur so ein Block hoch ist. Aber tatsächlich müssen wir mit dem einen Powerblock. Mit dem einen Powerblock. Die hier unten vernichten. Und dann ist hier die letzte 10er-Münze. Ja. Keine Ahnung, ich wäre drauf gekommen, aber ich dachte mir halt so, nee, die haben mir bestimmt nichts hier dran geparkt oder so, da ist bestimmt nichts. Doch, da war was. Naja gut, dann wisst ihr für das nächste Mal besser Bescheid. Lasst ein Like da, bleibt beim nächsten Mal wieder dabei und bis denne.